13,7 Millionen Euro stehen ab sofort allen anerkannten Institutionen in MV zur Verfügung, die sich für die Berufsorientierung von Jugendlichen einsetzen. Die entsprechende Vereinbarung haben am Mittwoch das Wirtschaftsministerium und die Agentur für Arbeit getroffen. 2013 wurde die bisherige Förderperiode beendet. Ein Jahr lang wurde nicht klar, ob die Gelder für die weiteren Maßnahmen den Trägern zur Verfügung stehen werden. Jetzt ist es soweit. Bis 2021 können die Schüler und die leistungsschwachen Jugendlichen von einem umfangreichen und einheitlichen Programm profitieren. Und damit wollen wir erreichen, dass gerade junge Leute sich bei der Berufsorientierung recht früh entscheiden, ab der 7. Klasse schon mal die Möglichkeit erhalten über Praktika, Messebesuche und Fahrkostenzuschüsse, dann sind damit drin, dass sie gezielter sich auf einen Beruf vorbereiten. Wir sind der Meinung, dass es ganz wichtig ist, mehr denn je, dass Jugendliche mit einem guten Berufsorientierungsfundament dann in die Berufswelt starten und sich nicht mehr nur auf Top-10-Berufe konzentrieren, sondern das ganze Spektrum der Berufe kennenlernen, auch gut vorbereitet werden. 5 neu vorbereitete Module können jetzt in den Schulen umgesetzt werden. Dazu zählen solche Maßnahmen wie Berufswahlparcours, Betriebscasting oder das beliebte Berufsorientierungscamp im Sommer.